Früher stand da mal das berühmteste Gefängnis der Region, nämlich der Kölner Klingelpütz. Heute aber ist das Gelände hinterm Hansaring ein Park und gleichzeitig die einzige größere Grünfläche mitten in der Innenstadt. Doch die soll in Zukunft kleiner werden. Die Stadt will da nämlich Gebäude für ihre Bildungslandschaft Altstadt Nord bauen. Bessere Bedingungen für die Kölner Penz will sie damit schaffen. Aber die Anwohner wehren sich. Sie wollen ihren Park nicht hergeben. Fast noch im Schatten der Domtürme liegt der Park aus den 70ern. 400 Bäume, so groß wie zwei Fußballfelder. Treffpunkt für Schulkinder, Sonnenhungrige und natürlich Spielplatz. Jetzt sollen auf den Randflächen mehrere Schulgebäude entstehen. Das sind ja fast 30-40% von den Bäumen, die wegkommen. Dieser Park ist ein echtes Souvenir von der Lage, von der Geschichte, von der Denkmalfähigkeit und so weiter. Warum man das überhaupt antastet? Das ist unsere grüne Lunge der Innenstadt. Die möchte ich nicht verlieren. Also die Leute, die sowas beschließen, das sind nicht nur Kulturbanausen, das sind auch Naturbanausen. Vehement haben die Anwohner protestiert, gleich als sie von den Neubauplänen auf dem Parkgelände hörten. Mehr als 2000 Unterschriften gesammelt und Veranstaltungen organisiert. Davon ist sogar der Baudezernent beeindruckt. Ja, außerordentlich. Also ich sag mal, die Vehemenz und die Wucht dieser Bürgerproteste hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Aber er sagt auch, eigentlich sind die Proteste unberechtigt. Das ist ja ein weit verbreiteter Irrtum, dass wir diesen Park bebauen wollen. Sondern wir sind angetreten, die Einrichtungen, die hier im und am Park sind, zu modernisieren, auch umzubauen. Und dass da möglicherweise geringe Teile der Grünfläche in Anspruch genommen werden, das ist richtig, ja. Dass die Schüler im Viertel neue Räume bekommen müssen, das finden die Anwohner auch. Umstritten sind nur die Bauflächen. Zum Beispiel, dass allein auf diesem Hügel für den Bau einer Mensa 120 Bäume gefällt werden müssen, ist für sie keine Kleinigkeit. Und sie haben Alternativvorschläge. Es könnte so aussehen, dass man zum Beispiel, wenn man bei der Hauptschule komplett neu baut, dass man etwas höher baut, dass man drei Stockwerke aufsetzt oder zum Beispiel die Mensa oben drauf setzt und somit den Hügel überhaupt nicht benutzen müsste. Außerdem sei der Hügel aus dem Gefängnisschutt ein Denkmal, das sie nun auch offiziell unter Schutz stellen wollen. Er ist Denkmal deshalb, weil hier die Trümmer des alten Staatsgefängnisses darunter liegen. Zum Teil noch wirklich mit archäologischen Zeugnissen. Und es gibt auch noch einen Gang, von dem aus Verhörzellen zugänglich sind. Seit einigen Tagen gibt es auch den Plan, mithilfe der Grünen in der Bezirksvertretung gleich den ganzen Park zum Baudenkmal der 70er Jahre zu erklären. Es würde den Park in der jetzigen Verfassung auf lange, lange Zeit unveränderbar machen. Die Bürger sollen ab jetzt in einem Beirat in die Planungen einbezogen werden. Der Protest der Anwohner hat also bereits Erfolg gehabt.